So, Halli, Hallöchen, Hans und Peter hier. Willkommen zurück zu Let's Play Elex 2. Auf dem Weg zu Daddy, der uns dann, glaube ich, die letzte Mission für das Chapter aufgibt. Die Hauptmissionen sind nämlich an sich gar nicht so viel. Aber da das Spiel gespickt ist mit Neben- und Untermissionen und super vielen Gefährtenmissionen, hat es sich bis jetzt auch gezogen. Aber wir sind eigentlich mit allem durch. In einem Punkt hast du recht. Dawkins hat tatsächlich den Versuch gestartet, mit den Skyans zu verhandeln. Was das nun für mich oder die sechste Macht bedeutet, ist erst einmal irrelevant. Viel wichtiger ist es, wie gerade du davon wissen konntest. Ich kenne Dawkins. Ich habe viele Jahre unter ihm und seiner Höllenmaschine gedient. Außerdem sah ich ihn, wie er das Land Marakor betrat. Tja, und wie ich vermutet hatte... Wie auch immer, das sollte dir jetzt aber doch zeigen, dass ich von Nutzen für dich und dein Vorhaben sein kann. Schluss mit den Spielchen. Oh. Wenn du Dawkins gesehen hast und immer noch einen Groll gegen ihn hegst, warum hast du ihn denn nicht angegriffen, jetzt wo er verwundbar ist? Dieses Monstrum lässt sich nicht einfach so in freier Wildbahn erledigen. Dawkins hat die Jahrhunderte überlebt und spielt immer ganz oben mit im Gefüge der Mächte von Margalan. Ein einfacher Alpkommander wie ich wird ihm dann nicht im Wege stehen. Ihn loszuwerden bedarf schon ein wenig mehr, wenn es überhaupt möglich ist. Schluss mit den Spielchen. Sag mir endlich, wie ich die Former der Skyans lahmlegen kann. Na schön, hör zu. Die Former nahmen ihren Betrieb auf, sobald sie vom Himmel auf dem Boden auftrafen. Der größte von ihnen, der Hauptformer, steht in Marakor und dient den Skyans als Hauptquartier. Sie nennen ihn selbst Cassandra. Im Kern eines jeden Formers befindet sich eine Art Flugmaschine, um die herum sich eine organisch-kristalline Struktur gebildet hat. Darin verbauten sie verschiedene Zellen, um den Terraforming-Betrieb und das Züchten ihrer Kreaturen voranzutreiben. Du musst bis zu der Zentralrechnerzelle eines Formers vordringen. Jeder Rechner dort wird von einer künstlichen Intelligenz des jeweiligen Formers betrieben. Okay, also muss ich diese Zentralrechner zerstören. Das wird nicht reichen. Wie ich schon sagte, die Former haben alle schon ihren Betrieb aufgenommen. Du musst sie so umprogrammieren, dass die Zellen ihre Prozesse verlangsamen oder bestenfalls sogar gänzlich stoppen. Es wird möglicherweise eine gewisse Zeit dauern, bis so ein Ding gänzlich den Betrieb einstellt, aber er wird es, sobald der Prozess einmal umgepolt wurde. Ich bin kein Techniker. Nein, aber eine unserer Drohnen könnte es schaffen. Crony! Ich habe tagelang in der Nähe ihres Hauptformers in einer Höhle gesessen und den Datentransfer der Skyans abgehört. Dabei stieß ich auf Codefragmente eines Schlüsselalgorithmus, der an die anderen Former übermittelt wurde. Hier, übergib sie an eine unserer Drohnen. Es dürfte für sie kein Problem darstellen, den Schlüsselalgorithmus zu komplettieren und zu verwenden. Die Schnittstellen der Skyan-Technologie sind der unseren sehr ähnlich. Bringe deine Drohne bis in die Zentralrechnerzelle eines Formers und lass sie einfach ihre Arbeit machen. Wenn du es schaffen könntest, wenigstens zwei Former auf diese Art lahmzulegen, dann wären wir schon einen Riesenschritt weiter. Was weißt du noch über die Skyans und den Hauptformer in Marakor? Cassandra ist außerordentlich gut gesichert. Eine Armee von Soldaten bewacht die einzelnen Zellen des Formers. Das ist leider bei weitem noch nicht alles. Cassandras Umland wird beherrscht von den bizarren Kreaturen der Skyans. Aber das Schwierigste wird sein, den Kern des Hauptformers lahmzulegen. Es gibt noch weitere diverse Probleme, über die wir stolpern werden. Aber ich weiß in den meisten Fällen, was wir tun müssen, um sie zu lösen. Du meinst, du kannst uns in die Höhle des Löwen bringen? So ist es.
Du siehst, du wirst von meiner Expertise profitieren. Reden wir also über die Gegenleistung, die ich dafür fordere. Langsam, Vardek. So weit sind wir noch nicht. Ich werde nicht vergessen, was du getan hast. Mag sein, aber es gibt im Moment nun einmal wichtigere Dinge. Unsere nackte Existenz steht auf dem Spiel. Und deine Belohnung. Wenn wir das alles überstanden haben, kannst du immer noch versuchen, mir den Schädel einzuschlagen. Darauf komme ich zurück. Zur Sache. Wie steht es um wahrscheinlich kann man den echt töten, wenn man böse ist. Die sechste Macht entwickelt sich langsam zu einer starken Gemeinschaft, die auch die anderen Gilden mittlerweile registrieren. Es ist besser für dich, wenn du gar nicht erst versuchst, ihre Entwicklung zu stören oder ihr Vorhaben zu sabotieren. Ich würde es sofort merken. Unsinn. Wir werden jeden Mann brauchen, um mit den Skyans fertig zu werden. Ihr solltet eure Kräfte bündeln. Besser noch, wenn ihr euch mit einer der großen Gilden verbindet. Einen starken Partner für die sechste Macht zu finden, steht ganz oben auf meiner Agenda. Natürlich. Lass mich raten, das war Dawkins Idee, nicht wahr? Die Skyans sind sicher nicht sonderlich erbaut davon, wenn jemand in ihren Formen herumgeistert. Nein, darum ist es deine Aufgabe, sie daran zu hindern, deine Drohne zu zerstören, während sie versucht, die AI der Zentralrechnerzelle umzupolen. Außerdem, du wirst eine so wichtige Mission ja wohl auch nicht einem Robot überlassen wollen, oder? Ja. Und das weißt du alles aus reiner Beobachtung, ja? Ich sagte doch, ihre Schnittstellen sind den unseren sehr ähnlich. Nur so ergibt es Sinn. Warum nur zwei? Welche? Welche Former soll ich versuchen zu deaktivieren? Der eine ist vermutlich so gut wie der andere. Ich weiß nicht, welcher von ihnen vielleicht weniger bewacht wird als die anderen. Du hast die freie Wahl. Suche dir einfach zwei davon aus, bei denen du dein Glück versuchst. Interessant, dass man ich nicht alle Warum machen nur muss. Zwei? Warum nicht alle? Du kannst auch versuchen, jeden von ihnen zu deaktivieren. Aber ich schätze, dass deine Drohne schon nach zwei von ihnen eine Unmenge an Daten über die Technik der Skyans gesammelt hat. Mit diesem Wissen lohnt sich vielleicht schon ein Blick in Richtung Marakor. Warum sollte ich auf deine Forderungen eingehen? Ganz einfach. Ich habe dir sagen können, wie du die Former der Skyans lahmlegen kannst. Also habe ich doch wohl unter Beweis gestellt, dass ich weiß, wovon ich rede, oder? Also, was willst du? Ich will, dass wir unsere reellen Chancen nutzen. Ich will, dass wir uns bestmöglich vorbereiten und uns kein grober Fehler dabei unterläuft. Ich werde dir alles sagen, was ich weiß, sobald wir bereit sind, gegen die Skyans in den offenen Krieg zu ziehen. Das schließt natürlich deine persönlichen Angelegenheiten mit ein. Nur ein starker Anführer mit dem Blick für das Wesentliche wird erfolgreich sein. Ach ja, eine Kleinigkeit wäre da noch. Ich will raus aus meinem Exil und wieder zurück zu meinem Volk. Du wirst mir helfen, dass ich wieder zum Rang eines Alp-Commanders erhoben werde. Commanders? Ein Scheißdreck werde ich. Ein Scheißdreck werde ich. Es ist nichts Verwerfliches daran, wenn ich... Spar dir das. Ich hab schon verstanden. Gut. Dann haben wir also einen Deal? Nö. Okay, hier der Stand der Dinge. Die Suche nach einem geeigneten... Noch nicht abgeschossen. Bevor wir weiter nach Marakor vor... Ja, die Form war... Da ist noch die Sache mit dir. So. Nur... Okay. Also müssen wir jetzt schon damit... Auch wenn du mir keinerlei Vertrauen mehr entgegenbringst, ich werde zu meinem Wort stehen und uns zu Cassandra bringen. Halt, warte mal. Besser für dich, wenn du es tust. Sonst sind wir alle erledigt. Ach so, das ist dann der Untergrund. Ach, oh ja. So ist es. Ach, ja gut, da greift man ja echt tief ein. Aber da muss ich doch mit Crony jetzt rein, oder nicht? Ja, okay, ich muss sie da hinbringen, stand da. Bastion? So, Crony.
So, mein Freund, wir haben einen größeren Auftrag. Sensoren auf Empfang, Commander. Wir beide müssen in die Former der Skyens eindringen und dich in die Zentralrechner stöpseln. Überlebenswahrscheinlichkeit 25,6%. Schmuckel! Ja, ich weiß. Aber wir brauchen mehr Informationen über ihre Technik, sonst bleiben wir auf Dauer im Blindflug. Sie sind hochentwickelt und ich habe wenig Interesse daran, auf ihre nächste Überraschung zu warten. Wir müssen versuchen, den Betrieb der Former zu stoppen, sonst werden wir nicht mehr lange überleben. Positiv. Erwarte Befehle. Mitkommen. Alles klar, dann nehme ich dich mal mit. Ja, mitkommen. Steht unser... Immer noch fördernd. Das... Es braucht so ewig, seine Gesinnung zu ändern. So, ich wollte auf jeden Fall noch ein paar Tränke machen. Wie viel dunkles Elex haben wir denn ganz gut? Eine Geschicklichkeit. Wir haben zwei Unholde. Haben wir tatsächlich ja dann wunderbar. Dann passt es und. So, und dann haben wir sogar zu viel dunkles Elex. Das ist auch okay. Und. Rein so. Attributstränke. Können wir auch noch einverleiben. Ja. Okay, von irgendwo gab es noch einen großen Elex-Trank anscheinend. So. Nice, gefällt mir. Gut, dann, ich will alle Former machen. Also gehen wir einfach mal. Starten wir bei Deltara. Also der erste, bei dem wir waren. Den wir gesehen haben. Ich glaube, ich werde auch relativ durchrushen. Beziehungsweise ich weiß eh nicht, ob die Gegner hier respawned sind. Oder in welchem Maße. Draußen sind sie. Also ein Behemoth würde ich vielleicht mitnehmen. Weil dunkles Elex haben wir halt jetzt wirklich auch genug. Ich weiß auch nicht, inwiefern... Ich weiß auch nicht, inwiefern wir alle töten müssen. Okay, da wären wir hier Mod. Inwiefern die Verteidigungsmaßnahmen jetzt verstärkt wurden. Ob da jetzt mehr Gegner sind? Also neue, glaube ich, sind keine drin. Oh, es sind einfach zwei Behemoths in einem. Aber ich meine, theoretisch... Ich habe den ja schon mal geklärt, das war ganz lustig. Aber wird jetzt auch nicht so spannend sein zum Zuschauen, glaube ich. Und unser einsamer Wolf-Buff zählt ja auch nicht, also von dem her... Ja, sind wir schon beim ersten. Orte Zentraleinheit des Formers. Beginne mit der Übernahme. Also wir brauchen weder das dunkle Elex noch die Erfahrungspunkte und ich meine, Herzen der Behemoths geben Intelligenz, aber weil wir kein Magier sind. Naja. Verbindung. Jo, wurde hier. Former-Umpolung eingeladen. Jo, okay, das passt. Das war der erste Former, den. Ja, passt. Wie ist es gelaufen? Hast du einige Daten aus dem Zentralrechner extrahieren können? Former-Kontrolleinheit verfügt über eine künstliche Intelligenz, die autark operiert. Ja, das haben wir schon erwartet. Konntest du sie übernehmen? Bei der Übertragung der Schlüsselalgorithmen aus dem Mutterschiff wurde die Kontrolleinheit überschrieben. Übernahme der Kontrolle über operierende Zellen des Formers. Terraforming-Prozess signifikant verlangsamt. Sehr gut. Vardek hat tatsächlich recht behalten. Dann können wir die anderen Former ebenfalls umpolen. Positiv. Wie lange wird es dauern, bis der Terraforming-Prozess bei dem Ding hier komplett zum Erliegen kommt? Analysiere. Nur grobe Schätzung möglich, aufgrund vieler unsicherer Parameter. Raus damit, wie lange? 524 Tage und 16 Stunden. Ah, doch so schnell. Das müssen wir beschleunigen. Zu wenig Daten für eine zuverlässige Prognose.
Der nächste Former wird uns hoffentlich mehr Aufschluss darüber geben. In Ordnung, mein Kleiner. Wir wissen, was wir zu tun haben. Einen machen wir noch und dann sehen wir weiter. Ja, vielleicht müssen wir ja eh storymäßig alle 5 machen. Epsilara. Warum? Einfach so.